Welche deutsche Trainerlegende so, hat bei einem türkischen Erstligisten nur 6 Spiele überstanden, weil er jedes verloren hat? Oh, das reicht mir mit dem da. Und jetzt gibt es einen Zusatzpunkt, wenn ihr mir sagen könnt, von wem ist folgendes Zitat überliefert? Ich wechsle meine Spieler nur bei offenen Brüchen aus. Gibt noch Rohan? Richtig! Richtig! Es gab mal einen Trainer, der in Deutschland schon Erfolge gefeiert hatte. Es war eine Legende. Er hatte eigentlich nichts mehr zu verlieren, hat sich dann gesagt, komm, ich gehe einfach in die Türkei und trainiere einen Verein, den keiner aussprechen kann. Dieser Verein hat dann 6 Mal in Folge verloren. Der Trainer wurde gefeuert. Wie lautet der Trainer? Ich will lieber was zu trinken, das kann bitte? Ich nicht mehr hören. Lorenz. Richtig! Irgendwas auch mal gewonnen irgendwann? UEFA-Pokalsieger, DFB-Pokalsieger. Als Spieler oder als Trainer? Spieler. Ja, ich meine ja, als Trainer? Trainer bin ich nicht. Als Trainer bist du also, bist du selber hier auch jetzt gerade, wo man es nochmal so Revue passieren lässt, reicht nicht. Wie reicht nicht? Die reicht nicht. Super. Reicht für die Türkei. Kleine Wurst, du. Welche Trainerlegende hat sich entschlossen, in die Türkei zu gehen, um dort mit einer Mannschaft, die keiner aussprechen kann, 6 Mal in Folge zu verlieren? Ja. Werner Lorand. Richtig! Welcher deutsche Trainer hat einen türkischen Erstligisten trainiert, schon wieder mit allerdings auch nur 6 Spiele lang, weil er jedes Spiel verloren gegangen ist. Ja. Werner Lorenz. Das ist richtig. Ja. Ist das noch eine Scheißfrage, oder was? Was heißt Scheißfrage? Wer belegt in der DSF-Rangliste der größte Fußballausraster, Rang 3, und hält mit 34.000 Euro noch immer den Rekord an Strafzahlungen an den Verband? Werner Lorenz. Jawohl! Jawohl! Okay.